Das ist Maja. Hallo! Und das ist ihr Freund Willi. Hallo! Maja und Willi möchten heute etwas erleben und machen sich auf den Weg in ein wunderbares Abenteuer. Als Maja und Willi nach draußen kommen, sehen sie die Band von Majas Bruder. Dürfen wir mitmachen? Fragen sie. Doch der Bruder möchte das eigentlich nicht. Nein, ihr seid kleine Kinder. Ich möchte nicht, dass ihr in meiner Band spielt. Maja ist jetzt sehr traurig. Sie würde gerne in einer Band spielen. Maja und Willi gehen in Majas geheimes Baumhaus. Und dort sind sie weiterhin ein bisschen traurig. Dieser Tag ist schlecht. Doch dann hat Maja eine Idee. Ding, ich hab's! Toll, wir gründen einfach auch eine Band. Willi ist sofort begeistert von der Idee. Okay, dann brauchen wir nur noch ein paar Mitglieder, sagt er. Da kommt Konstanze vorbei, eine Freundin der beiden. Hey, was macht ihr? Wir gründen eine Band, rufen beide. Oh cool, ich mache auch mit, ruft Konstanze. Die drei überlegen schon, was sie aufnehmen sollen. Da kommt auch noch Konstantin vorbei, der ebenfalls mit den dreien befreundet ist. Auch er beschließt, bei der Band mitzumachen. Da ist die Band ja komplett, freut sich Maja. Die vier üben jeden Tag ganz fleißig. Und da keiner von ihnen ein Instrument spielt, haben sie beschlossen, a cappella zu singen. Maja hat sogar schon einen Auftritt in der Schule organisiert, bei dem alle zugucken werden. Zunächst sind sie alle vier sehr aufgeregt, aber das legt sich, als sie anfangen. Ah, 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 ah. Alle klatschen und jubeln. Auch Mrs. Houston ist begeistert, genau wie die anderen Kinder in der Klasse. Maja freut sich. Das war ein guter Tag. Jetzt kann sie fröhlich nach Hause gehen und weiter mit Willi spielen.